Hallo liebe Neuntklässler, in diesem Video möchten wir euch gerne die Digi-Klasse vorstellen. Im ersten Teil erklären wir euch, was sich hinter dem Begriff Digi überhaupt verbirgt und im zweiten Teil stellen wir euch Beispiele für die einzelnen Fachbereiche vor. Also seid gespannt! Bei der Digi-Klasse handelt es sich um einen Schulversuch, der, und das ist ganz besonders, ausschließlich an unserer Schule durchgeführt wird, also ein tolles Privileg. In dieser Klasse erfolgt eine Vertiefung in den Fächern Biologie, Chemie, Physik und Mathematik. Zudem handelt es sich um eine Tablet-Klasse, das heißt jede Schülerin und jeder Schüler bekommt in dieser Klasse ein iPad und einen Stift dazu. Eine weitere tolle Besonderheit ist die Informatik AG von Herr Theurer. Interessant ist für euch bestimmt zu wissen, dass die Klassenarbeiten in der Digi-Klasse aber nicht schwerer als die in der Parallelklasse sind. Auch bedeuten die Vertiefungen nicht, dass ihr mehr Unterrichtsstunden als die Parallelklassen habt. Vielmehr werden die Vertiefungen durch eure Kompetenzen, euer Interesse und durch die Digitalisierung möglich. In der Biologie werdet ihr am iPad mit Laborsimulation und mit aktuellen biologischen Artikeln arbeiten. Zudem werden Versuche digital ausgewertet, Erklärvideos erstellt und Bestimmungs-Apps verwendet. Mit einem interaktiven iBook werdet ihr im Fach Chemie arbeiten und dabei verschiedene Erklärvideos-Typen kennenlernen und auch selbst erstellen. Auch werdet ihr verschiedene Treibstoffarten von Autos und deren Vor- und Nachteile erarbeiten. Das iPad für die Bewegungsanalyse zum Beispiel beim freien Fall zu verwenden, lernt ihr im Physikunterricht. Des Weiteren benutzt ihr hier Apps, um die Energieerhaltung und die Leistungsmessung nachzuweisen. In Mathematik werdet ihr im Themengebiet der analytischen Geometrie mit einer 3D-Visualisierungs-App namens GeoGebra arbeiten. Die Teilnahme an der spannenden und lehrreichen Informatik AG, die in Kooperation mit dem Jugendforschungszentrum stattfindet, ist exklusiv der Digi-Klasse vorbehalten. In dieser habt ihr die Möglichkeit, unterschiedliche grafische Oberflächenprogrammierungen kennenzulernen. So werdet ihr Projekte mit der Smart Factory von Fischer, diverse Webprojekte und Robotikprojekte gemeinsam gestalten. Zudem habt ihr die Möglichkeit, Firmen wie Boysen, Fischer oder IBM zu besuchen und dort im Rahmen des Bogis ein Praktikum zu absolvieren. Und es gibt noch weitere Vorteile der Digi-Klasse. Die Schülerinnen und Schüler der Digi-Klasse haben in der Oberstufe Vorrang, den MINT-Plus-Kurs zu wählen. Dabei handelt es sich ebenso um einen Schulversuch und eine Vertiefung in den Fächern Mathematik und den naturwissenschaftlichen Fächern. Auch hier bekommt die Digitalisierung einen großen Raum und ihr erhaltet wieder ein iPad. Nähere Informationen findet ihr auch auf dem mitgeschickten Infoblatt. Die Absolvierung dieses Programms bietet euch naturwissenschaftlich begeisterten Schülerinnen und Schülern auf der einen Seite natürlich eine tolle Möglichkeit, tiefer in das digitale Arbeiten und in die MINT-Fächer einzusteigen. Auf der anderen Seite kann der Besuch dieses Programms auch bei der späteren Stellensuche einen Vorteil verschaffen. Dafür erhaltet ihr auch nach der Absolvierung ein Zertifikat. Fragt euch jetzt wahrscheinlich, was ihr an Fertigkeiten, Fähigkeiten und Interessen mitbringen müsst, um an diesem Schulversuch teilnehmen zu können. Natürlich solltet ihr viel Spaß an den Naturwissenschaften, Mathe und dem digitalen Arbeiten haben. Eure schulischen Leistungen und eure Motivation in den MINT-Fächern sind für die Vergabe von Bedeutung. Jedoch spielt es keine Rolle, ob ihr das Musik-, Sprach- oder NWT-Profil gewählt habt. Unter den Dateien findet ihr auch die Bewerbung und die Kriterien für das Auswahlverfahren. Jetzt freuen wir uns auf eure Bewerbungen und bei Fragen dürft ihr euch natürlich jederzeit an uns wenden.